Römisch viertens, die Particulae Exclusivae der Reformation. Das sind diese Ausschließlichkeitssätze. Martin Luther, der auch nicht in allen Dingen Durchblick hatte, das haben wir hier schon oft genug gesagt, ja, das schmälert ihn aber nicht, aber in manchen Dingen ist er nicht bis zur Bibel durchgestoßen, da blieb er noch hängen in menschlichen Traditionen. Er hat gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, 2. Timotheus 3,16 wieder, allein die Schrift. Solus Christus, allein Christus, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sola fide, allein durch Glauben. Römer 3,28, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird. Allein aus Glauben. Und sola gratia, allein durch Gnade. Epheser 2,8, aus Gnaden seid ihr errettet worden, durch Glauben. Nicht aus euch, nicht aus den Werken, auf das sich niemand rühme. Römisch 5, letztens, methodische Hinweise für die Missionsarbeit unter Katholiken. Wer wie Reinhard und wie Stefan unter Katholiken arbeiten möchte, wer gerne katholischen Mitmenschen die Bibel lieb machen möchte und Jesus Christus nahebringen möchte, der sollte von der Schrift her argumentieren, auch wir, die wir katholische Familienangehörigen haben oder Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, jeder von uns kann da Werkzeug sein, von der Schrift, von der Bibel her argumentieren und alles andere in den Hintergrund drängen und zum Bibellesen hinführen. Wenn der Katholik anfängt, die Bibel zu lesen, im Zusammenhang zu lesen, dann geht ihm die Wahrheit auf und er findet so Jesus Christus. Zweitens, Jesus Christus ins Zentrum bringen, dass es um ihn geht, nicht um Maria, nicht um alle Dinge. Aber nicht bei der Maria anfangen, nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Einem Katholik die Maria wegnehmen, hat überhaupt keinen Sinn, bevor er nicht Jesus Christus gefunden hat. Da machen viele den Fehler und wollen dieses und Heilige und alles Mögliche wegnehmen. Das geht nicht. Dann hält er krampfhaft fest und macht zu. Sondern Jesus bringen. Und wenn Jesus groß wird, dann tritt Maria von alleine in den Hintergrund. Viele Katholiken haben allerdings auch eine sehr emotionale Beziehung zu Maria. Das dauert jahrelang, bis das ins richtige Lot kommen kann. Und auch zur katholischen Kirche selbst oft. Drittens, die persönliche Heilsgewissheit bezeugen. Wenn ich ihm das sagen kann, du, ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Ich weiß, wenn ich heute Nacht sterben müsste, dass ich bei Gott aufwache. Wie? Das kannst du doch nicht wissen. Bist du so hochmütig, bist du so vermessen? Sage ich, nein, ich baue doch nicht auf mich und meine Werke und so weiter. Ich bin ein ganz elender Sünder, schlimmer als du. Aber ich weiß, Jesus Christus hat mich angenommen. Ich gehöre ihm, er hat meine Schuld vergeben und ich weiß, er hat mir den Himmel geöffnet. Ihm das so bezeugen. Dann viertens, der Schlüssel zum Herzen ist immer die Liebe, nicht die Rechthaberei. Sondern immer die Liebe. Und das wird er spüren. Ob ich mit ihm nur ein Diskussionsgefecht gewinnen will oder ob ich ihn wirklich als Mensch annehme, lieb habe und ihm wirklich helfen will.